Hier einige Tipps zum Gebrauch Ihrer Gesichtsbürste FC65 von Beurer. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise. Verbinden Sie die Ladestation mit dem Stromnetz. Stecken Sie die Gesichtsbürste von oben in die Ladestation. Aufladezeit vor dem erstmaligen Betrieb mindestens 6 Stunden. Tragen Sie ein Reinigungsgel auf die Gesichtshaut auf. Befeuchten Sie den Bürstenaufsatz. Zum Einschalten halten Sie die Ein-Aus-Taste für eine Sekunde gedrückt. Der Bürstenkopf beginnt zu vibrieren. Um zwischen den Geschwindigkeitsstufen zu wählen, drücken Sie erneut kurz die Ein-Aus-Taste. Wählen Sie mit der Funktionstaste zwischen der Vibration für eine sanfte Gesichtsreinigung oder einer Pulsation für eine gründliche Gesichtsreinigung. Sie können während der Anwendung zusätzlich blaues Licht hinzuschalten, um Hautunreinheiten zu bekämpfen. Reinigen Sie Ihre Gesichtshaut durch gleichmäßige Bewegungen mit leichtem Druck. Behandeln Sie eine Hautpartie maximal 20 Sekunden lang. Die Bürste stoppt alle 20 Sekunden zum Wechseln des Reinigungsbereichs. Nach 3x 20 Sekunden schaltet sich die Gesichtsbürste automatisch ab. Für manuelles Abschalten halten Sie die Ein-Aus-Taste für eine Sekunde gedrückt. Nach der Anwendung ziehen Sie den Bürstenaufsatz zur Reinigung nach vorne ab. Reinigen Sie Ihre Haut gründlich mit Wasser, um jegliche Rückstände von Ihrer Haut zu entfernen. Tupfen Sie Ihr Gesicht mit einem Handtuch trocken und tragen Sie anschließend eine Feuchtigkeitscreme auf. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer Gesichtsbürste FC65 von Beurer.